Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 24, der Fahrerkarriere mit Daniel Ricciardo. Jawohl, Rennen Nummer 6 steht heute an. Wir sind auf dem Weg nach Spanien. Wir müssen natürlich jetzt erstmal schauen, was wir hier machen müssen. Höchstens zwei Kollisionen, 121 Kilometer. Ich weiß nicht, ob das reicht. Kann sein, dass wir es schaffen. 5 Liter Sektoren. Wir haben jetzt das Trainingsprogramm. Jo, das kriegen wir doch hin. Genau. So. Fahrerdetails, da sind wir auch gut dabei. F und E haben 842. Boah, Red Bull und McLaren ziehen jetzt richtig davon. Das ist unser nächstes Update. Genau, dann auf geht's. Ich glaube, haben wir jetzt nicht genug bekommen. Okay, ich freue mich, dir mitteilen zu können, dass unsere neuen Teile ohne Probleme angekommen sind, sodass sie bis zum nächsten Rennwochenende am Auto montiert sein werden. Wir sind jetzt hinter Mercedes. Ja, der Fehlschlag war nicht gut für uns. Aber gut, shit happens. Wir haben sonniges Wetter dieses Wochenende. Das ist doch schön. Ja, Mercedes an uns vorbei entwickelt, McLaren und Red Bull jetzt noch weiter vorne. Aston Martin, glaube ich, wieder auf einer Stufe mit uns. Kann das sein? Habe ich das richtig gesehen? Fast. Hm. Nicht unbedingt das Goldene vom Mai. Aber gut. Drei coole Trainingsprogramme. Alle drei, glaube ich, ganz machbar. Hola y bienvenidos a España. Willkommen. Ich dachte kurz, das ist die falsche Sprache angesteckt. Trotzdem bleibt das ein sehr wichtiges freies Training. So. Carlos Sainz. Im Red Bull. Ich muss sagen, Streckenakklimatisierung auf harten Reifen, okay. To get through as many corner gates as quickly and precisely as possible. Best of luck out there. Boah, der Haas, Alter, ist fast geknallt. Das war unnötig knapp. Das hat fast unnötig geknallt, aber richtig unnötig. Junge, Junge, war das Nico? Naja. Das war unnötig knapp, Nico. Aber gut. Ist ja nochmal gut gegangen, um Himmels Willen. Trotzdem braucht man so ein Close Call nicht nochmal im Rennen. Wenn das Rennen hier vorbei ist. Oh, da verpasst man die Kurve. Dann ist das schlecht. Zielsetzung haben wir geschafft, siehst du? Trotz einer roten Kurve. Shit happens. Aber wir kennen die Strecke, es ist nichts Neues für uns. Wichtig ist, dass wir jetzt da die nächsten Punkte rausholen.
und dann vielleicht auch gleich mal einen Blick werfen. Okay, don't worry about tires, just give it everything. In this test, we just want to make sure we can lap close to our rival's pace. Auf den Verschleiß unseres Reifens. Gerade den soften. Und ich glaube, das ist halt doch einfach eine, wie soll ich sagen, eine Taktik, die uns nach vorne bringen kann. Dass die Kurven schnell sind. Da wird definitiv eine bessere Zeit drin gewesen. Aber wir nehmen sie mit. Wir nehmen die Zeit mit, alles gut. About the new parts that have come in from the factory, right? Well, they're all fitted and good to go. I hope they do the trick. It's very interesting to see that we have an erhöhten Abtrieb haben. Okay, we need a few solid laps here to help us calculate a good race strategy. Wie der Mercedes uns davon jagt. So, 2-2-3. Drei, 2-2-2. Links angefangen. Links vorne angefangen, rechts vorne aufgehört. Ziehharmonika-Effekt hier. Wir können hoffen, dass diese Einstellung, die wir hier vorgetroffen haben, und die für uns getroffen wurde in diesem Fall, uns kein Bein stellt.
ne? Vorne leidet ihn links. Nicht bei 1%, 8,5. Ich schätze mal, der wird am Ende bei knapp 12% ungefähr rauskommen. Man hat tatsächlich einen Verschleiß von 9 Prozentpunkten auf 3 Runden. Während der Rest sich sehr gut hält von Verschleißen. Ne? 13,966. Wir hatten anfangs 3,222. Eigentlich nur der Vorderreifen, der absolut geschändet wird hier. Aber gut, that's racing. Und wir sind unterm Durchschnitt, das ist schlecht. Aber ja, nothing new so far für uns. Energiespeicher sowie Steuerelektronik dürfen gewechselt werden. Gibt es keine Strafe für. Von den Zeiten her, ihr merkt, es ist relativ knapp, der Unterschied. Also ich glaube, dass uns Max und Co. ordentlich an die Wand fahren werden. Und ich glaube, dass wir jetzt ordentlich kämpfen müssen, wenn wir hier noch Weltmeister werden wollen. Also den Vorsprung, den wir jetzt haben, den werden wir, glaube ich, hart verteidigen müssen. Aber schauen wir mal. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal, ciao. Müssen wir mal gucken. Bin sehr gespannt. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao und vor. Wir sehen uns morgen wieder im Qualifying. Bis dahin, Tschüssikowski, bleib gesund. Wir sehen uns.